selbst gespielt habt. Ist da oben irgendwas? Ja, denn die ist echt schön geworden, also wirklich. Kann man so sagen. Ach, die Viecher. Hui, kaputt. Hui, im Arsch. Hinter uns. Oppressor. Hui. Und aufgelöst. So ein Ärger. Wobei wir ja die Oppressoren sind. Ich meine, wir machen ja auch nicht Druck hier auf die Viecher. Ja, genau. Oh, noch ein Tor zur Hölle. Ja. Immer rein. Wieder ein Oculus. Vernichten. Und die Bücher zu den ganzen Erzengeln einsammeln. Düsenstrahl. An die Viecher werde ich mal mehr Gegenwehr erzeugen lassen. Ja, wie wir schon mal erwähnt haben, dass die Gegner so leicht hier erscheinen, nicht nur in unserer extremen Elite. Wir sind halt einfach so gut. Ja, ja, ne? Was ist das denn hier? Was machst du denn da? Ich kämpfe hier gegen die Tremors, die sich hier... Da Trümmerstücke um mich rum. Das Dämonenteile flog mir gerade entgegen. Guck mal. Hammer. Schon wieder einer. Dann voll der Hammer, ey. Guck mal, nicht mal tot, schon kommt der Engel. Lablum. Pist. Oh, hier ist wieder ein Archiv. Au. Oh, bitte. Diablo, komm mal klar. Deine kleinen bunten Welt da. Hauptsächlich rot, aber gut. Hier runter, sagst du, oder was? Jo. Geh mal hier runter. Ach, hier, da. Nee. Schon wieder so Viecher. Schon wieder ein paar Engel. Ja, die Engel sind lustig. Die sind so total hilfreich. Weil die sehen alle wie Tyrael aus. Ne? Nur Imperius. Der ist der Einzige, der sich unterscheidet von den anderen. Ja. Er ist einfach Räder. Wir sind alles Individuen, ich nicht. Was ist denn? Die Morlu. Haben wir Morlu gerade umgelegt? Kann das sein? Und, ey, guck mal, der Engel überlebt. Alter, der muss ja Elite sein. Your grave awaits. Aber irgendwie habe ich hier so ein Händchen für Aufsammeln von Weiß. Regnet zum Mond ins Moor. Wie steht bei mir gerade alles? Oh, ich bin gerade irgendwo reingegangen. Ja, ja. Radiant Chapel. Gehen wir mit hinterher. Na, nee, lass mal. Lass mal? Wir wollten aber, doch aber. Machen. Na gut. Komm ich wieder raus. Ich finde, man sollte den Leuten nicht alle zeigen. Findest du? Naja, eigentlich doch, aber ich habe nicht wirklich Lust darauf gerade. Nee, ich auch nicht. Passt schon. Das Spiel geht mir langsam ein bisschen auf den Keks. Ich meine, ich habe das jetzt mit, ich glaube schon im dritten Charakterspiel, das durch. Ah ja, schon klar. Und, beziehungsweise, naja, nicht ganz. Der erste Dämoniger ist nie so weit gekommen. Aber mein Hexendoktor ist schon fast wieder hier. Oh, guck mal hier, das Bärt. Im Albtraum-Modus. Die Dame hat die Ehre, die erste Gelbe zu sein, die wir hier verlegen. Achso, wenn man so und so viel von den Engeln runterschießt, dann kriegt man übrigens auch noch so ein Achievement, bla bla. Ja, so gut bin ich, das stimmt. Ich erstaune mich selbst. Bäh. Hat er gerade gesagt. Schockschwere Nutt, die sind ja alle tot.
Hey, hier scheint beides zu gehen. Hasst mich nicht nur, weil ich euch hasse. Oder hat sich der Engel gerade in den Tod gestürzt? Nicht unmöglich, sag ich mal. Ich bin aber hier so runtergefallen. Und dann seine Flügel haben aufgerüstet. Da muss ich in den Tod gestürzt haben. Immer diese Selbstmörder. Haha, ich bin eine definitive Todeszone. Der Kategorie 3. Was für ein Quatsch du erzählst. Ich bin eine. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich verstehe. Ich hab einen Ring gefunden. Mir doch egal, ich geh jetzt hier runter. Der Ring bringt 37 Stärke, 14 Geschwindigkeit, 35 Kind und 16 Liter und Lebensregeneration. Der ist ja mal voll Porno. Endlich mal was Besseres. Jetzt hab ich noch einen Block. Oh, jetzt mal wieder, nee, ist immer Sackgassen, nee. Da oben, da ist ein Pfeil. Folgt dem Pfeil! Oh, hier ist wieder ein gelber Gegner. Nee, nee, ist doch kein. Das ist Klingenklaue. Ein Eis. Rot. war ein epischer Gegner. Also einer wieder ein. Der Pflichtviecher quasi. Alter, was ist denn hier für ein Mist? Können wir hier mal weitermachen? Hallo, Tyrael? Drecksack. Yes, but we must. I finally understand. Your kind faces death and darkness every day, yet still you find the courage to move forward. Richtig. It is an honor to be one of you. Wir sind cooler als du. Du hast es erfasst. Ja, er ist so ein Scheißengel. So, Kristallsäulengang. Ich hab's mal angenommen. Ja, ja. So weit sind wir schon. Krass. Hier ist ja wieder Impotentus. Ja, der Bob. Oder? Nee, doch nicht. Guck mal, Engel. Your kind does not belong here. If I see you again, you will die. Ich muss an dieser Stelle mal positiv bemerken, sie haben wenigstens daran gedacht, ihm seine Brustwunde zu lassen. Ja. Aber er ist ein ganz schönes Großmaul, muss ich sagen. Und arscharrogant. Ja. Guck mal! Die Gefühle! Vor allem, das ist doch das Tor, wo er zusammengebrochen ist. Einmal durchgehen. Diablo will corrupt the crystal arch atop the silver spire. Das, was Diablo zum Einsturz gebracht. Unless he is stopped. Should he succeed, heaven will fall. Everything has led to this moment. Tyrael and I will fight our way to the summit, where I will finally face Diablo. So, Zwischensequenz vorbei. Und alles schon wieder tot. Sehr schön gemacht, wie die Statue zusammenbricht. How does it feel? Leer. Klappe leer. Eigentlich eine rattige Schnecke, aber wenn das immer noch in den Aspekt geschenkt verwandelt, dann hörst du mal langsam auf, ey. Erstmal ist der Diablo geworden, dann so. Ich glaube, ich müsste mal langsam in die Stadt. Ja, machen wir das mal eben. Hier haut uns Diablo ja die Viecher um die Ohren, die ja unser persönlichen Schrecken sind. Irgendwelche Leute, die wir getroffen haben und die sich dann verwandeln. Genau. Furchterregend. Ja, bitte was? Wie? Werbung? Was ich sehr witzig fand, ist, dass man, glaube ich, sogar den Typen begegnet, der im zweiten Teil. Wie ist sein Bruder nochmal? Baal, ne? Ja. Der Typ, der den Splitter von Baal mitgenommen hat, glaube ich, ist das. Der begegnet einem hier auch in dem Bereich. Schau ihn an. Bzw. kann einem hier begegnen.
so immer irgendwie mit den Leuten reden. Was für eine Brustrüstung hast du? Ist die blau oder gelb? Gelb, glaube ich. Moment. Ja, gelb. Aha. Ich habe hier nämlich eine, die ziemlich deckslastig ist. Ja, kannst du mir mal zeigen. Ich schmeiß ihn beim Händler mal auf den Boden. Boing. Repair all. Hast du noch was zu reden? Ja. Okay, bei mir haben sie sehr ausgequasselt. Unten beim Händler, unten in der Mitte. Wenn nicht, verkauf's einfach. Ich könnte mit den Gems ordentlich was reißen da drin, aber das lohnt sich nicht bei den ganz anderen Bunnies. Okay. Ich nehme noch 27 Vitalität und Regeneration. So. Dann einmal an die Küste. Ja, ich habe eh schon alles kistentechnisch freigeschaltet, was geht. Das heißt, mein Geld ist jetzt quasi völlig frei zu meiner Verfügung. Damit könnte ich jetzt kaufen und Lieder machen, aber... Ich noch nicht. Jetzt kann ich mir das dritte Lagerfach holen. Juhu! Ein Hoch auf das Lagerfach. Jetzt haben wir uns wieder unsere 926 Goldstücke im Buch. Hätte man jetzt vorgehabt, das Spiel irgendwie 24.000 Mal durchzuspielen, weil man es total geil findet, dann wäre das jetzt total gut so, aber... Da ist nicht der Fall, ist tschüss. Ja, der rote Gott, ja, der spielt das ja auch auf den höchsten Ich bin mir echt immer noch unsicher, ob das jetzt einfach nur daran liegt, dass wir das alle schon mal 3000 Mal gespielt haben, so ein Mist. Oder ob das daran liegt, dass es wirklich nicht so toll ist. Wobei, ich persönlich glaube es nicht daran, wir haben das alle schon so gesehen und es hat sich nichts geändert und es hat sich nichts verbessert. Deswegen ist es immer noch das geile Spiel wie früher, aber wir kennen es halt schon. Und deswegen finden wir es nicht mehr so spannend. Ja. Und es wiederholt sich trotzdem immer wieder, weil, okay, ja, sie haben natürlich immer wieder Sachen eingebaut, die sich pro Spiel ändern können, was ja ganz okay ist. Mira Eamon, bitte. Vor allem flitzt die erstmal, oder was, ey? Mira, sagt mir so gar nichts. Mira ist die Frau, die man umgeschlachtet hat für den Schmied. Ach, vom Schmied, die Frau, okay. Genau. Dann ist ja in Ordnung. Hier ist alles auf jeden Fall schon sehr dämonisch eingerichtet, also man erkennt kaum noch, dass es die Dämonen sind. Ja. Super Korrumpier-Action. Truhe. Man hat zwar immer noch relativ viel Sammeltrieb hier, weil man will ja den Charakter verbessern, aber ich finde, es motiviert nicht mehr wirklich, dass du das auf höheren Schwierigkeitsgraden anzugehen. Nee. Da muss man schon echt einen ziemlich derben Sammeltrieb haben. Ein gelber Großschild. Nee, ein Hunting Bow. Nee, schlechter als meinter. Ja, aber auch sehr viele Lebensenergie. Ich gehe hier oben lang. Guck mal, da ist noch mehr blau, oder? Hui. Die sterben auch wieder, wenn die fliegen wieder. Ja, auf diesem Schwierigkeitsgrad ist es halt echt lächerlich. Also, auf den höheren, da sieht das anders aus. Also, schon der nächste ist, da sind blaue ganz schön eklig teilweise. Ja. Aber hier halt, ja. Bla. Bla, blub, Fasel. Ah, guck mal, schon wieder blaue. Ja. Bis zum Hammer schieben. Reflex Damage, das ist auch schön. Keine Ahnung, ich mag sowieso nicht so sonderlich wiederholen. Wenn ein Spiel gut ist, dann mag man es. Ich will mal das Spiel. Ich hab eigentlich auch das hier ja im Spiel gerade angefangen.
aber auch noch nicht wirklich zu Ende geführt. Vor allem, weil es mit dem Hexendoktor ist, das ist ja ein Durchgestärbe eher.